So, ich glaube, das ist erstmal smart, dann kriegen wir die beiden. So, und die, ach krass, die ist dann direkt schon tot. Ja, die Mucke, Alter. Okay, die ist schon mal dead. Stupid Bitch. Bam. Alter. Digga, ich liebe den Sprecher, Alter. She comes to us straight from the Copacabana. You know who I mean. A big hand for our luscious Lola. Copacabana? Leon Mascher? Kingdom Come im Stream. Pock? Boah, weiß ich nicht. Boah, Kingdom Come. Kingdom Come sieht so wie so ein Game aus, was mir keinen Spaß machen würde. Oh, okay, die ist auch dead. Sehr gut. Ja, Kingdom Come. Esmeralda. So, jetzt können wir den Charge-Angriff machen, oder? Boah. Ja, Mann. Bam. Ach so, wir haben... Ah, okay. Ja, wir sind dann hinter denen. Ah. Boah. Wir machen einfach Sandwich. Okay, die ist dann schon mal dead. Bom. Yakuza 7. Ey, ohne Scheiß, ich will Yakuza mal ausprobieren. Vielleicht können wir das mal im Stream oder so ausprobieren. Das Ding ist, ernst, sind die Yakuza-Games nicht super lang? Kann das sein? Das ist bei mir immer so ein Problem. So, theoretisch hätte ich auch Bock auf Final Fantasy, aber irgendwie, die Games sind ja auch immer so lang. Anastasia. Oh nee, was? Hä? Nee, näher kommen wir nicht ran, ne? Aber gut, ich meine, damit machen wir zumindest der Damage. Ja, komm, scheiß drauf. Ich glaube, den starken Angriff, den heben wir uns noch auf, oder? Ich glaube, den sollten wir noch nicht einsetzen, kann das sein? Weil ich glaube, gleich kommt irgendwie noch ein ganz starker Gegner, oder? Tötet das beide? Nein, ich hab's verkackt! Ah, okay, aber Rückstoß. War trotzdem beide dead. In dem Fight egal. Ich will auch Yakuza zocken. Ernst, was ist die richtige Reihenfolge? Ja, wenn du denen Liebe zeigst, dann ja, aber die Story sind so 30 Stunden fertig gehabt. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ja, okay. Watch out for our next dancer, people. She's the undefeated titan of twerking. Say hello to Trixie. Oh, Digga, was ist denn an ihrem Bauch? Trixie, Digga. Ich muss aber sagen, Scott hatte... ich habe so eine Folge gesehen, in einer der neuen Staffeln hatte Scott eine eigene Folge, wo irgendwie so ein Mädchen in die Schule kam, die auch Diabetes hatte und er wollte, dass das seine Freundin ist und so. Aber ich muss sagen, die Folge fand ich irgendwie low. So, manchmal sind so Folgen für diese Nebencharaktere cool, aber irgendwie, ich finde Scott, so der Diabetes-Joke ist lustig, aber... Ja, genau, die! Jetzt kommt... You ain't ready for this bootay. Oh mein Gott, Alter. Wie glücklich der Typ noch ist. Oh mein Gott, Alter. Weiblicher Drachenlord. Oh mein Gott. No,
Denkst du, machst du ein KW2-Video über das Spiel? Vielleicht. Also ich bin... Ich habe die ganze Zeit angefangen, erstmal ein Skript für den ersten Teil zu machen. Und das wird noch kommen, aber irgendwie habe ich mich schwer getan bei dem Skript. Aber das wird noch kommen. Und zu dem hier vielleicht auch, ja. Ich finde es aber bei South Park irgendwie schwierig. Irgendwie, also ich weiß nicht, irgendwie kam ich mit dem Skript die ganze Zeit nicht voran. I don't know. Oh, müssen wir schnell sein oder was ist das Ding? Oh, okay. Oh mein Gott, alles klar. Nein, ich habe beide Züge. Oh mein Gott, ich habe aus Versehen zweimal auf Zug überspringen gedrückt. Ich habe das nicht mal realisiert, Digga. Oh mein Gott, ich bin so gefickt. Holy shit. Ich komme ja jetzt hier nicht mal mehr weg. Digga, ich bin einfach komplett gefickt. Ich habe aus Versehen zweimal hier drauf gedrückt. Oh nein. Okay, das, ja. Das nehme ich an, Digga. Unzensierte Version? Gibt es hiervon eine zensierte Version? Nein, hör auf. Alles wieder? Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, wie ich sowas hasse. Warum denn nicht ab? Oh mein Gott. Nobody's allowed back here. Ohne Scheiße, ne? Wenn das jetzt nicht on stream wäre, hätte ich aber sowas von Alte 4 jetzt gedrückt. Holy shit. Ja, überspringen. Oh mein Gott. Scheiße, muss man ein bisschen. Ah, Junge. Aber nicht so, Digga. Das ist für mich immer so. Das ist so eine Zeitverschwendung. Warum muss ich denn jetzt diesen Low-Kampf wieder machen? Oh. Ja. Nein. Oh, Digga. Es ist aber auch. Immerhin ist die Musik gut. Immerhin ist die Musik gut. Shut the fuck up. So. She comes to us straight from the Coca Cabana. You know who I mean. A big hand for our luscious Lola. Lola einfach mit Leon marschiert auf der Copacabana krank. Aber tritt mich nicht nach hinten, du Bitch. Here comes our favorite flower of fellatio. Give it up for Fuchsia. Sie twerkt einfach. Oh mein Gott, Alter. Alter, 4 Street. Nee. Okay, let's go. Junkie. Spielst du das eigentlich mal? Deswegen, ich weiß nicht mal, was Jump King ist. Also ich kenne das Spiel, glaube ich, nicht mal. Hab ich das schon mal gesehen? Spielst du das immer noch, Ananas? Ne, hab endlich die Platina, okay. Alter, was? Digga, was? Ja, machen wir den Stuhl mal weg. Oh mein Gott. Nee, ich hab Tears of the Kingdom noch nicht durch. Nein. Nee. Ich hab jetzt erstmal, weil, keine Ahnung, wann das Tears of the Kingdom Video kommen wird, so, hab ich erstmal andere Games gezockt. Die jetzt nicht so lang dauern wie Dead Island und Street Fighter und so. Ah ja, ich habe in Street Fighter habe ich jetzt einen Rang. Habt ihr das auf Insta gesehen? Das ist der zweitschlechteste Rang. Aber das ist okay. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, also man muss irgendwie 10 Kämpfe machen oder so. Einer war
unentschieden, weil die Verbindung abgebrochen ist und ich habe, glaube ich, dreimal gewonnen und sechsmal verloren oder so. Aber weil ich auch, ne, so, da waren halt Gegner, die halt offensichtlich einmal besser waren und ich habe trotzdem halt gegen die zwei, dreimal gekämpft. Man hätte natürlich auch direkt rausgehen können, aber das fand ich ein bisschen low. Anyway, ich verkacke das Timing hier immer. Aber es hat so Spaß gemacht, Digga. Ich habe, glaube ich, insgesamt 13 Kämpfe gemacht. Das Ding ist, ich glaube, aber irgendwie bin ich nicht dafür gemacht, weil... Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so, bei so Fighting-Games? Ich habe da mal richtig hohen Puls, so. Ich weiß auch nicht, was das ist. Irgendwie ist das auch cool, aber irgendwie ist das voll anstrengend. Okay, guys, better look out for this girl, because she'll stick you right up her butt. It's Rhonda. Oh, fucking Rhonda. Und oh, fuck. Warte, gleich. Wollte eventuell bei Street Fighter 5 Platin holen, aber man kann aus irgendeinem Grund die Main Story nicht spielen. Ach ja, irgendwie Street Fighter ist 5 ist, glaube ich, generell komplett lost. Aber Teil 6 ist awesome. Bin nebenbei Tears of the King gezogen, ich halte mich auch nur an den Schreien auf. Hab noch kaum Story gezockt. Also ich muss halt noch einen Dungeon machen und dann kommt, denke ich, einfach das Finale. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich habe so richtig gemerkt, wie ich selber zu mir, wie ich mich selber gehetzt habe, so von wegen, ne, so, komm, spiel das jetzt durch, damit du schnell ein Video machen kannst. Und genau das wollte ich nicht machen, weil dann habe ich gemerkt so, okay, jetzt macht mir das Game irgendwie nicht so viel Spaß, weil ich nicht einfach in der Welt rumlaufe und so. Deswegen habe ich gesagt, nee, scheiß drauf, das Video kommt, wenn ich mit dem Game durch bin und dann werde mich da nicht stressen. Aber ich habe es jetzt halt echt in den letzten Wochen halt echt kaum gespielt, so. Kennst du Mango Mayo als Burgersoße? Das ist eine Revolution. Also ich weiß nicht, Mango Mayo, aber Christian hatte auch irgendwie so eine Mango, nee, Mango Curry Soße, die war awesome. Videos kommen, wenn sie fertig sind, ja, genau, so. Aber ja, also nächstes Jahr, nee, ich glaube, es kommt dieses Jahr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass noch dieses Jahr das Tears of the Kingdom Video kommen wird. Aber wer weiß wann. Das Problem ist bei Tears of the Kingdom, es fühlt sich bei allem anderen so, als hätte es auf der Oberfläche gekratzt. So. Also Christian hat zum Beispiel schon Dinge entdeckt, wo ich mir dachte, Digga, was? Sowas, das geht überhaupt? Sowas gibt es in diesem Spiel? Ich will jetzt nicht spoilern, was so, weil ich, also, beziehungsweise ich weiß, wo man das herbekommt, aber ich weiß nicht wie. So, aber ja. Ah, es ist einfach geil. Nee, nicht Jetpack, was anderes, aber das ist auch awesome. Die Zeit lässt es so besser wie das Video, also ist gut. Ja, genau. Das ist ja auch das Ding. Und ich meine, ich sag mal so, in letzter Zeit kommen, würde ich behaupten, sehr viele Videos. Da ist ja immer so, alle zwei Wochen, wenn mal ein bisschen länger, dann ist das Video auch immer sehr lang. Und auf dem Zweitkanal ist momentan jeden zweiten Tag ein Video. Das ist halt auch. Aber ich habe krasse Videos geplant. Ich habe wirklich krasse Videos geplant. Bin sehr gespannt auch, wie lang das Ghost of Tsushima Video sein wird. Also, dass sie Gerd von Drachenlord einen Namen hat, wongeln? Ja, klar, Digga. Aber übernächste Woche kann ich dann auch wieder. Ach, alles gut, Digga. Die Anzeige unterbricht. Was ist die Anzeige voll? Unterbricht Chantal de Bobo den Zug und greift sofort. Ach so, oh, wir müssen also doch schnell machen. Oh, das war nicht so klug. Ah, ne, wobei, wir können doch weiterlaufen. Nein! Oh, ich habe den Angriff nicht mehr geschafft. Oh, Junge! Digga, was kaufst du zu Schimmer wieder? Ja, gucken. Gucken, Digga. Gucken. Gucken, gucken, gucken. Okay, wir müssen jetzt schnell agieren. Das ist eigentlich ganz cool. Du musst nicht angreifen. Also muss ich im Grunde einfach nur nach vorne gehen. Aber angreifen ist doch besser, oder nicht? Ich will angreifen. Nur so mit einem nach vorne ist wie bei Football. Ah, okay.
Ja gut, aber schadet ja nicht, ne? Ich meine. Kommt drauf an, wenn Gegner im Weg ist, klar, dann aber sonst durchrennen. Ah, okay, okay. Oh! Können hier. Bumm. Ach so, von wegen, ach, mit den anderen noch schnell durch, ne? Aber ich glaube, jetzt sind wir eigentlich ganz. Nein, die haut mich wieder nach hinten, die dumme Bitch! Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh mein Gott, Alter. Die ist wirklich am Wongeln. Junge, die riecht mich auf, die Dicke hier. Oh nein, hör doch auf. Hör doch auf, nein. Hast du Cis oder Trans genommen? Weiß ich gar nicht. Was habe ich denn nochmal gesagt? Ah, die Fresse. Okay. Ach, Junge. Trans, habe ich Trans genommen? Ja, kann sein. Weiß ich gar nicht mehr. Was? Nein, 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 nein. Ach so, nee, ich habe gar nicht eben den Zug beendet. Ich habe einfach nur zu lang gebraucht. Ah, weil du hast mich gefragt, ob die Rednecks nur bei Trans kommen. Ah, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ach, stimmt, weil die einen ja an... Weil die einen ja schlagen wollten, weil man Trans war. Aber wie war das denn? Kamen die nur, wenn man Trans ist, oder kamen die so oder so, egal, was man genommen hat? Würdest du mir die ganze Protokoll empfehlen? Ja, weiß nicht, hast du mein Video gesehen? Guck dir aber mal ein Video an, dann weißt du, was ich zu dem Spiel. Oh mein Gott, das ist. Oh mein Gott. Digga. Ich muss sagen, ich kann Kalisto wirklich nur sehr wenig Menschen empfehlen. Wenn es sehr günstig ist dann und du richtig Bock auf so ein Horror-Game hast, dann warum nicht, ne? Aber egal, was man genommen hat. Ah, okay, okay, okay. Ganz schwach an Captain Diabetes, Digga. It's too much. I need my insulin. I need my. Oh no. Oh God, I'm out of insulin. You gotta help me. Ich denke eigentlich darüber, Spiele illegal zu downloaden. Ja, halte ich ehrlich gesagt nichts von. Aber ich meine, wenn du kein Geld hast oder einfach sehr wenig Geld hast, dann mein Gott so. Aber ich muss sagen, ich kaufe immer alles. Ist Domtendo gerade gestorben? Junge, what the fuck? Ist das South Park Worth? Hab den ersten auf PS3 gespielt und war eigentlich ganz geil. Ja, safe dann. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, ich weiß nicht, wie geht es euch da? Ich hab... You know what makes my fart super bad? Handcrafted Tex-Mex. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich bei, Not just any handcrafted Tex-Mex. It's gotta be something extra special. Dass ich bei dem ersten Teil mehr gelacht habe, aber I don't know. You know what to do. Aber das Kampfsystem ist hier cooler. Ja, weiß ich, was zu tun ist? Achso, ein Enchirito essen, okay. Ich glaube, es kommt eine Demo für Spider-Man 2? Nö, das glaube ich nicht. Was passiert denn jetzt, Alter? Was? I'm alive? What happened? Who are you? Huh? What happened? I died from diabetes. Okay. I remember seeing a bright light. The hand of God reaching towards me.
Zeitfurz, let's go! Krank. Dass ich zurück in die Zeit gestunken, ja, safe. Moin Jungs. Bipo Dance, was geht? Was geht, Junge? Ich glaube, Spider-Man 2 will keine Demo kommen. Hat Sony schon mal zu ihren Games eine Demo rausgehauen? Ich glaube nicht, oder? And I said, you know what your problem is? You're an alcoholic. You didn't. I did. I said, you can't even go a day without scotch? You lush? I just don't get how these people can get high every night and feel like it's okay. Oh, I know. It's like clearly you're trying to run away from your problems. Oh, Digga, es ist... Wisst ihr, was ich auch... Das habe ich so genossen, als ich jetzt South Park geguckt habe, so... Bei South Park... Es wird einfach über alles gelacht, oder? Man muss sich nicht für irgendeinen Joke entschuldigen, weil ich bin jetzt... Ich bin auf YouTube, gibt es ja momentan zwischen zwei YouTubern, ich will jetzt nicht drüber reden, aber... Oder zwischen YouTuber und Streamer gibt es jetzt so ein Beef wieder und ich bin da vollkommen drin, ich gucke mir da alles so an. Aber das ist so alles so, ne, alles so... Alles muss so politisch korrekt sein und so... Und, ach, Junge, und deswegen ist South Park einfach, es wird einfach über alles und jeden Witze gemacht, Digga. Obviously aren't happy with your marriage. Yes, I think a lot of these druggies do what they do because they're in unhappy relationships. Schon Joker und Dekadent, ja, mit Kuchen TV. Ach, als ob. You didn't see her come in? No, we were busy syncing our watches. No, we were looking at menus. Wie läuft es mit deiner Resident Evil Reihe? Hm. Ich weiß gar nicht, was das nächste Game sein wird, was ich mir angucken werde. Ich meine, logisch wäre halt 5 oder 6. Ja, ich weiß nicht, ob ich die zocken möchte. Oder ob ich einfach warte, bis irgendwann mal ein Remake kommt. Teil 1 werde ich erst zocken, wenn nochmal ein Remake kommt. Wenn von dem Remake ein Remake kommt, dann werde ich Teil 1 spielen. Ich werde Teil 1 nicht mit dieser Steuerung spielen. Ich habe nicht aufgepasst, was ist gerade passiert? Was haben wir bekommen? Was ist mit den Boys hier? Was haben die uns gegeben? Warum kann ich keinen von mit denen mitnehmen? Warum muss ich mit Dom Tendo hier rumlaufen, Digga? Was ist? Hä? Muss ich hier hinten hin? Hey, come on, we need to get all this fast in the meatballs out to the customers. These guys look dangerous, that's it. Hey, is someone back here in the my kitchen? Resident Evil within the remake of Resident Evil remake. So, so und nicht anders, ja. How dare you treat my kitchen like a rinky-dink trattoria? Oh, Junge, jetzt haben wir alle. Yeah, us real superheroes are here to save the day. Kommen wir da irgendwie ran? Nee, ne? Naja, aber das macht auch nicht so viel Sinn. Was ist, wenn wir hier sind? Naja, dann kommen wir immer noch an niemanden. Ah, oder? Nee. Kommen wir. Oder warte? Was ist, wenn wir. Na, nee, da kommen wir nicht hin. Ah, scheiß drauf. Watch and learn, Newbie. The Coon's on deck. The rest of you, try not to die. Ah, let's go. Oh mein Gott, ich hab's verkackt. Pretty sure I can fit your whole body in a stock pot, little shit. Hey kid, you ever been spatchcocked before? Oh, ich glaube, Cartman ist tot. Oh, du kannst Zeitfurz nutzen, um die Runde des Gegners überspringen. Halte gedrückt um Zeitfurz. Achso. Ach, um nur eine. Ah, um eine. Okay. Oh, aber ich glaube, Cartman ist gefickt. Okay. So, was ist hier passiert? Das Folge 200 und 200 Special wurden gebannt wegen Mohammed, aber nicht wegen den Creatoren, sondern Comedy Central. Aber das hat auch eine krasse Story. Die hätten fast einen Terroranschlag damit ausgelöst. Yo, das habe ich irgendwo gehört. Ja, das habe ich irgendwo gehört. Ja. Ja, die von South Park sind sehr, sehr krass, was das angeht. Ich habe mir so ein Video dazu angeguckt. Ich habe irgendwie so ein Video gesehen, so, warum South Park besser ist als Family Guy oder so, weil Family Guy, muss ich auch sagen, gucke ich gar nicht. Ich glaube, ich habe noch nicht eine komplette Folge Family Guy geguckt, so.
Aber, ja, stimmt. Die South Park-Creator haben halt so diese Philosophie, so, entweder darfst du über alles Witze machen oder gar nichts. So, ne? Und das ist halt, ja. Ja. Stimmt. Ja. Ich hab den ersten richtigen Resident Evil-Spiel, da war ich 5 Minuten drin, sofort gelöscht, also wirklich unspielbar. Ja, es ist. Ich hab's auch ein bisschen gespielt, aber ja. Family Guy ist lustig, wenn du high bist. Ach ja, I don't know. Also South Park, ich finde halt, das ist genau das Ding so. In dem Video wurde halt analysiert, was so die, wie der Humor von South Park im Vergleich zu Family Guy ist. Und Family Guy ist immer so random und die Jokes passen nicht in die Folge und sind einfach nur so für. Ja, ach, keine Ahnung. Deswegen, und ich, ja. Und das streicht auch so ein bisschen das, was ich bisher so immer von Family Guy gesehen habe. So ein paar Jokes sind lustig, aber insgesamt, weiß nicht. South Park erzählt halt Stories und die Jokes passen in die Story rein und ne, so sind für die Story gemacht und so. South Park ist einfach nur awesome. Family Guy ist random und South Park erzählt eine lustige Geschichte. Genau, aber Ryan ist halt auch. Aber Ryan ist halt High Pace für das Beste. Ja, ja. Aber deswegen dieses. Genau dieses Storytelling, das ist halt das, was, wo ich mir so denke, Digga, das ist bei South Park so strong. So, und deswegen. Die Charaktere sind einfach liebenswert, so. I don't know, das ist. Ach Gott. Oh. Jawohl, Junge, der blutet. Let's go. I'll never let you bastards steal our wine. Tell me when you've had enough. I'm gonna violate your health code. That makes no sense. Aber gleich können wir eine Superattacke machen. Welche machen wir? Die von Cartman? Ich glaube, wir sollten erstmal den hier typen, oder? Oder warte, oder den hier? Killen wir dann einen von? Ich glaube, dann killen wir einen, oder? Aber der hat eben einen geheilt. Ich glaube, wir sollten erstmal auf den hier gehen. Digga, ist schon wieder verschissen. Oh, damn! Ach so, in einen anderen reinhauen macht noch sogar noch mehr Damage. Oh, let's go. Das wusste ich gar nicht. Ja, guck, der heilt den immer. Ja, erstmal den Typen killen. Vom Kenny ist auch so ein Charakter. Also der hatte in den neuen Folgen, hatte der eine Folge, wo es um Kenny ging. Ich weiß gar nicht mehr, was da los war. Aber Kenny ist, glaube ich, so ein richtig unwichtiger Charakter geworden. Kann das sein? Zumindest ist er der, mit Abstand der unwichtigste von den vier Hauptboys. Die haben ja das Storytelling, das man immer sagt. Deswegen macht man das. Deswegen ist das und deswegen was? This kitchen is a disgrace. Definitely mentioning that in my Yelp review. Fühlt sich halt wie eine Konsequenz. Ja, genau. Was? Tongue in asshole? You're gonna clean so many pots and pans for that. Hm. Ja, smarter. Well done, butthole. Kenny ist immer noch der geilste. Ja, wie gesagt, für mich ist Cartman und Randy. Vor allem auch, dass Randy in den neuen Staffeln die Weed Farm hat und dass es immer um die Weed Farm geht und so. Das ist so awesome, Digga. Ich liebe Randy. Auch, dass er für Corona verantwortlich war, weil er dieses eine Tier da gefickt hat. Digga, es ist. Cartman, nämlich Cartman. Ich liebe Cartman. Okay. Oh, fuck, er ist jetzt da. Oh, Digga, wie er Damage macht. Holy shit. Ach, Junge. Warte mal, wenn wir ihn... Das tötet den halt nicht mal. Nee, dann gehen wir wieder auf ihn hier. Gott. Nein, nicht ihn heilen, Digga. Er war doch fast tot gewesen. Oh nein. Da stirbt auch keiner von denen. Fucking hell. Heilen. Heilen ist nicht. Ich glaube, ich gebe unseren Boy, damit unser Boy nicht stirbt, gebe ich mal. Ich glaube, Kyle stirbt jetzt.
das ist alles scheiße hier. Das ist alles kacke.